Diese kleinen Tierchen können eine Menge Schaden bei euren Jungpflanzen anrichten, vor allem jetzt bei dem sehr regnerischen und warmen, feuchten Wetter. Kann es dann auch durchaus passieren, dass die kleinen Freunde hier, die ja natürlich auch eine sinnvolle Tätigkeit im Garten erfüllen, sehr viel Schaden anrichten können. Und ich habe jetzt die letzten Jahre einige Erfahrungen sammeln können, was für mich am effektivsten ist, damit die kleinen Schnecken hier nicht ganz so viel Schaden bei mir im Garten und bei meinen Jungpflanzen anrichten. Wichtig für mich ist, wenn ich Pflanzen raussetze, dass sie eine angemessene Größe jetzt haben, wie zum Beispiel jetzt hier der Palmkohl, der ist jetzt ein bisschen angeknabbert, aber wenn die Pflanzen eine gewisse Größe schon haben und im Boden noch gut verankert sind, dann wachsen sie in der Regel schneller, als die Schnecken fressen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas kleinere Pflanzen habe, ich habe jetzt zum Beispiel Melonen und Gurken frisch rausgesät oder beziehungsweise rausgesetzt, sind noch ganz kleine Pflanzen, dann decke ich die ab, also das heißt, ich tue ein Einkochglas oder Einkochgläser drüber stülpen und zwar auch ein bisschen mit Erde so ein bisschen eingraben, damit die Schnecken sich dann nicht unten reinschlupfen. Das machen vor allem sehr gerne kleine Schnecken. Oder ich tue auch dann Plastiktüten zum Beispiel nehmen und wickel die da ein bisschen rein, dass dann die auch größere Schnecken, allgemeine Schnecken es etwas schwieriger haben, die Jungpflanzen anzuknabbern. Und wenn dann die Pflanzen etwas stärker und größer sind, dann ist es in der Regel auch so, dass dann die Schnecken wenig Interesse haben. Falls ihr eine übersichtliche Zahl von Pflanzen habt, also bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt mehr als 100 Tomatenpflanzen, auch 50 Gurken rausgepflanzt und Melonen auch so in den Dreh rum, 30 bis 40, da ist es dann zum Beispiel etwas aufwendiger, mir zum Beispiel solche Schneckenkragen zu besorgen, die sind recht teuer, wenn ihr jetzt nur 20, 30 Pflanzen habt, die ihr schützen möchtet, weil ihr vielleicht einen etwas kleineren Garten habt, dann könnt ihr auch diese Schneckenkragen nutzen. Die sind extra dafür gemacht worden, dass halt die Schnecken dann nicht so schnell da rankommen an eure Pflanzen. Muss man auch ein paar Sachen aufpassen, dass ihr zum Beispiel nicht irgendwas von oben reinhängt oder so, weil dann gehen halt die Schnecken über diese Möglichkeit halt auch auf eure Pflanzen. Man kann sich auch die Sachen selber bauen, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man sich im Supermarkt so Cherry-Tomaten anschaut, die sind ja in so einer etwas zylinderförmigen Behälter. Den könnte man jetzt zum Beispiel von unten aufschneiden und den dann in die Erde setzen. Das ist auch wie ein Schneckenkragen. Dann können die dickeren Schnecken können zwar hochkriechen, aber nicht mehr über diesen Kragen kommen sie dann auch nicht mehr drüber. Und so könnt ihr auch eure Pflanzen zum Beispiel schützen. Wenn ihr solche Sachen habt, dann könnt ihr es einfach im Sinne der Permakultur auch so wiederverwenden. Was mir die letzten Jahre sehr geholfen hat, ist, sich einfach mal bewusst zu werden, wofür Schnecken eigentlich da sind. Also sie sind sozusagen wie die Polizei, die versuchen schwache, faules und krankes Material sozusagen zu fressen, zu verkompostieren. Das ist ihre Aufgabe und das versuche ich mir zu nutzen zu machen. Einerseits biete ich ihnen halt zum Beispiel andere Nahrungsmittel, wenn ihr zum Beispiel aus eurer Küche Salatblätter habt oder jetzt in der Rhabarber so die großen Blätter und ihr die nicht nutzt, könntet ihr einfach bei euch in den Beeten verteilen. Vor allem bei den Rhabarberblättern gehen die dann gerne unten rein. Wenn es dann zum Beispiel Tag ist, dann könnt ihr sie auch ziemlich gut absammeln. Aber versucht dann halt eure Küchenreste einfach mal so neben das Beet hinzulegen. Dann kriechen dort die Schnecken hin und dann könnt ihr sie einfach absammeln. Vor allem, wenn es ein bisschen fauliger Geruch ist, dann werden die da nochmal zusätzlicher angelockt. Eine Möglichkeit, die andere ist zum Beispiel, tue ich ab und zu mal bei mir in den Beeten Steine oder auch ein Brett mit auslegen, weil wenn es dann unten feucht ist, dann gehen die Schnecken unterm Tag dorthin und dann kann man sie auch sehr schön absammeln. Und das ist halt für mich eins der effektivsten Methoden, dieses Absammeln. Das mache ich jetzt auch jeden Abend, wenn es dann dunkel ist, gehe ich dann überall rum und schaue, wenn die Schnecken aktiv sind, dass ich sie dort auch absammle. Dieses Jahr durfte ich verblüffenderweise feststellen, dass die Schnecken sehr auf den blühenden Kohl von mir stehen, also Rosenkohl und Grünkohl. Es ist halt so, dass die Pflanzen recht groß werden und dann durch den Winter halt einfach umgeknickt worden sind. Und jedes Mal, wenn ich dann nachts rausgehe mit der Stirnlampe und dann nach Schnecken ausschaue, sind da 20, 30, 40 Schnecken nur an diesem Rosenkohl. Und dieser Rosenkohl, der ist direkt neben meinen Zucchini-Pflanzen und der dient sozusagen als Ablenkungspflanze, dieser Rosenkohl. Und das hat dann für mich einfach optimal, dass er dann der großen Pflanze sehr viele Schnecken absammeln kann. Weitere Ablenkungspflanzen habe ich zum Beispiel mein letztes Video mit der Tagetes, da gehen die auch recht schnell drauf. Also wenn ihr dann zum Beispiel Tagetes nutzt, einfach als Ablenkungspflanze für eure
Hauptkulturpflanzen, von denen ihr nicht wollt, dass die jetzt zum Beispiel gefressen werden, wie zum Beispiel bei mir die Zucchini. Könnt auch zum Beispiel mal Salat zwischen euren Hauptkulturpflanzen setzen, der vielleicht ein bisschen schwächlicher ist, damit halt die Schnecken diese Pflanzen halt präferieren und die fressen, bis eure anderen Pflanzen dann gut angewachsen sind. Die Schnecken sammle ich in einem Behälter auf und fahre dann zu meinem Bauernfreund, der hat Enten und dem gebe ich dann sozusagen die Schnecken zur Fütterung von seinen Enten. Im Allgemeinen, wenn ihr zum Beispiel die Möglichkeit habt für Laufenten, das kann ich jetzt bei mir schlecht umsetzen, die fressen auch sehr gerne Schnecken. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit habt, einfach Enten bei euch in den Beeten oder im Garten rumlaufen lassen, dann wird sich das Schneckenproblem nach und nach auch lösen. Wenn ihr zum Beispiel Hühner habt, lasst sie im Winter bzw. im Herbst bei euch auf den Beeten, da wo es jetzt zum Beispiel nichts wächst, lasst sie da einfach drüber scharen, die picken dann euch die Schneckeneier raus. Und wenn ich mal die Schnecken nicht zu meinem Bauernfreund bringen kann, weil zum Beispiel seine Enten schon die Nase oder die Schnauze voll haben von den Schnecken, dann tue ich sie zum Beispiel bei mir in den Bokashi fermentieren. Das ist eigentlich auch gar kein Problem, weil in der Regel sterben die auch im Winter ab, die Schnecken, und düngen sozusagen mit dem Boden. Das simuliere ich das sozusagen mit dem Bokashi nochmal zusätzlich mit. Oder wenn ihr dann gar keine von den Möglichkeiten habt, dann könnt ihr einfach zum nächsten Waldrand fahren und sie dort auch aussetzen. Langfristig, um diese Schneckenherausforderung zu lösen, empfehle ich jedem einen naturbelassenen Garten zu haben, also das heißt auch wilde Ecken zu haben, solche Steine mit zu integrieren bzw. Steinhaufen, damit sie halt hier Nützlinge für euch mit ansiedeln können, die ein bisschen das Gleichgewicht bewahren. Also das heißt zum Beispiel bei diesem Steinhaufen gibt es halt zum Beispiel Reptilien, verschiedene Arten, die zum Beispiel auch Schnecken in einer gewissen Weise fressen. Diesen Steinhaufen sind auch natürlich zielen sich diese Nacktschnecken mit an, aber andere Schneckenarten, wie zum Beispiel die Tigerschnecke oder die Weinbergschnecke, die auch zum Beispiel das Gelege von den Schnecken, von den Nacktschnecken mitfressen, die siedeln sich natürlich auch nochmal zusätzlich damit an. Totholzecken natürlich auch, damit sich vielleicht zum Beispiel auch mal ein Igel mit ansiedelt, der auch vielleicht ab und zu mal, wenn er nicht irgendwas findet, dass er da auch etwas frisst. Und wenn ihr zum Beispiel die Möglichkeit habt für einen Teich, Kröten tun das natürlich auch. Also versucht da die Biodiversität, die Vielfalt zu haben, macht wilde Ecken bei euch im Garten, lasst es da mal ein bisschen wachsen, damit sich halt hier die Artenvielfalt bei euch erhöht und sagen wir mal diese Plage von den Schnecken, die eigentlich dadurch entsteht, dass halt die Artenvielfalt recht gering ist, dass man das einfach dadurch mit erhöht. So viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, auch einen Kommentar, welche weiteren Möglichkeiten ihr zum Beispiel seht, um Schnecken auch zu bekämpfen, die ich jetzt zum Beispiel hier nicht erwähnt habe, beziehungsweise ich noch keine Erfahrungen machen durfte. Gerne können wir das unten in den Kommentaren weiter diskutieren, beziehungsweise auch unseren Horizont erweitern. Gerne auch das Video Freunden, Bekannten, Familien schicken, weitersenden, verbreiten, damit hat der YouTube-Algorithmus mit den ganzen, ja, Komponenten halt mit dem Abonnieren und auf die Glocke drücken zum Beispiel, damit meine Videos weiter verbreitet werden, ich zum Beispiel auch weiterhin für euch Videos machen kann, weitere Menschen helfen kann. Das ist sozusagen eine Win-Win-Situation für uns. Alle weiteren Unterstützungsmöglichkeiten für mich und das Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, zum Beispiel auch auf meiner Webseite. Und sonst würde ich mal sagen, lasst euch nicht unterkriegen von den ganzen Schnecken, beziehungsweise ärgert euch nicht. Es ist meiner Meinung nach ziemlich schwer, weil ich ärgere mich auch ab und zu mal. Ist auch eine Art Selbstzügelung, beziehungsweise auch mal schauen, wie lange regt man sich darüber auf. Und ja, versucht das Beste daraus zu machen, schützt eure Pflanzen, damit ihr ein bisschen Ernte auch haben könnt und auch Freude im Garten. Ist ein dummes Gefühl, wenn man so viel Arbeit in die Voranzucht steckt, beziehungsweise so viel Arbeit, Energie reingibt und die Pflanzen dann einfach gnadenlos aufgefressen werden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin!